Ja, also Doppel ich nehme den schlechtesten raus. Oh Gott. Oh, aber mir würde ich so freuen über diesen. Ich meine, das Humpeln, okay. Das Humpeln gehört dazu. Möchtest du das nicht shippen? Hab ich nicht, oder? Nein, er kommt ich nicht glaube, mit, er kommt nicht mit einem Strauß zurück, sondern wieder. Mit einem Reitschlinger. Dieser Sitzung haben wir wieder. Oh ja, dann würde ich shippen. Ich will ja aber mir zumindest einen schönen dieser Strauß. Humpelnde Strauß, also wenn er steht, sieht er gut aus. Ich habe euch einen Blumenstrauß mitgebracht. Oh, das ist aber nett. Okay, das ist ein Strauß mit Blumen in den Federn. Ah. 7 Punkte hätte ich. Ja, du meintest, hat doch schon mal einen geritten, oder? Du hattest, kann du, wolltest, zurückreiten. Du wolltest, nein, du wolltest diesen Strauß... Du wolltest diesen Strauß mit den drei Beinen nehmen, aber da fällt dir auf, das ist gar kein drittes Bein, das war nur der Kopf, der irgendwie im Sand steckte. Kommt ein Strauß in den Blumenladen. Haben sie mal geritten? Wir nehmen doch den, der sich bewegt. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht für einen Strauß, wenn der sich noch bewegen kann. Ja, ja, doch, wir nehmen den, der sich bewegt. Für Mira wird tatsächlich noch ein Stück Straußenfleisch spendiert, das geht dann auch aufs Haus. Und wenn die dann rausgeht mit, ja... Elefant? Ein Elefant oder drei? Natürlich drei. Drei, alles drei Elefanten verkauft. Ja, drei Elefanten unterm Strauß. Könnt ihr dann noch hören, wie hinter euch laute Musik erklingt, wenn ihr weg seid. Irgendwie so eine Zither, die angestimmt wird und tonamidische Klänge und irgendwie fangen sie jetzt an zu feiern. Die wissen nicht genau, was da gefeiert wird und vielleicht hat da jemand geheiratet oder so, aber die haben richtig gute Laune gerade. Ja, ein wegen dem guten Geschäft, das wir gemacht haben. Die feiern uns. Ein Stück vom Strauß, der geht aufs Haus. Ja, selbstverständlich könnt ihr auch nochmal wiederkommen. Selbstverständlich wurde euch während des Handels auch noch gute Tee gereicht und auch irgendwelche anderen Drogen oder so, die ihr dann auch noch nehmen könntet. Und ihr könnt auch nochmal wiederkommen. Sie haben da gute Ersatzsättel. Also sie haben da mehrere Angebote für euch. Satteltaschen noch und nöcher und irgendwelche Satteldecken, die man euch dann noch ankaufen könnte. Auch mit Diamanten eingewebt und was man nicht alles braucht, wenn man dann mit Sultanen und Visieren speist und spricht und schenkt. Aber das ist für ein nächstes Mal reserviert, wenn ihr dann wieder in Richtung eures eigenen Schiffes geht. Ja, ihr könnt oben bei der Drachenmagierakademie, Drachenei-Akademie, könnt ihr dann euch weiter noch mit Kadir und Ukarim über eure zahlreichen Abenteuer unterhalten. Tee trinken, Kekse essen und selbstverständlich wird ein Bote dann auch geschickt, um dann die zahlreichen anderen Erzmagister einzuladen aus den verschiedenen Städten. Und Rafik ibn Dahmani wird selbst sich dann irgendwann verabschieden, erheben und seinen Vater verständigen. Und Kadir Okarim selbst wird dann auch euch nach grob 2 Stunden wieder zur Tür begleiten und euch nach draußen bringen. Ja, wann auch immer die Erzmagier dann erscheinen zu einem eigenen kleinen Konvent, ob ihr dann die Sphärentore schließt oder euch nur darüber beratschlagt, was denn der nächste große Schritt wäre. Aber an diesem heutigen Tag wird das wohl höchstwahrscheinlich nicht passieren. Und so könnt ihr dann nach den 2 Stunden, die ihr dort gespeist und geschmaucht habt, wieder zurück zu eurem eigenen Schiff. Dort trefft ihr selbstverständlich auf Rafim und Diamantis. Vor eurer kleinen Werft angebunden 3 Elefanten und ein Strauß. Erwarten wir eine sehr seltsame Karawane? Nein, ich weiß nicht, woher diese Dinger dort kommen. Oh, das ist einer von diesen Straußen. Ich kenne sie. Die sind schwer zu reiten. Ich habe so etwas auch schon gesehen in Aranien. Aber listige Viecher, ich sage es euch, aber mir nehmt euch vor dir in die Nacht. Ja. Naja, die werden irgendjemand gehören hier wahrscheinlich. Gehen wir an Bord. Diamantis, holst du den Strohballen? Ich hol schon die anderen beiden. Ja, schon unterwegs. Wollen wir die eigentlich die ganze Zeit da unten lassen, oder müssen wir uns eine Möglichkeit überlegen, sie aufs Schiff zu laden? Ja, ich wollte dem Kapitän seinen Strauß in voller Pracht zeigen, bevor wir ihn aufladen, dann freut er sich. Rafim, was macht ihr beide denn mit dem Stroh? Ist das für Mira? Na, Mira ist doch kein Stroh, also zu Ich dachte als Bett. Nein. Aber wofür dann? Ach, Boltax, schließ mal deine Augen, aber mir du auch. In Ordnung, aber box mir nicht wieder in den Bauch. Nein. Das war das letzte Mal sehr unangenehm. Ich würde dir dann Boltax hochheben und direkt 2 Meter vor die Elefanten tragen. Abel, mir hast du auch deine Augen geschlossen. Natürlich. Ja, ich würde auch Abel mir aufheben und ihn 2 Meter vor seinem Strauß absetzen. So, jetzt könnt ihr die Augen aufmachen.
Ich öffne die Augen. Ich habe sie mir so lange gewünscht und... Oh, Rafim, du hast es nicht vergessen. Nein. Was ist das? Dort das mal. Das sind elementare Fanten. Genau. Ja. Unsere angehenden Kriegselefanten, Kapitän. Was? Und ich hab dir einen Strauß gleich mitgebracht. Was habt ihr getan? Oh, schaut mal. Der ist ja niedlich. Mag ich besonders gerne. Oh, mein großer Hallo. Was soll das hier? Was wollen wir? Elefanten? Und keine Sorge, keine Strauß? Sorge. Die werden noch viel größer. Was? Das war nicht die Frage. Was wollen die damit? Oh, sie werden noch größer. Ist das nicht fantastisch? Abel, wie habt ihr das gehört? Sie werden halt noch einmal die Klappe, Boltax. Worum geht es hier? Was wollen wir mit diesen verdammten Elefanten? Ja, ich verstehe, warum ihr da gerade so ausrastet. Ihr fragt euch, warum wir gleich 3 gekauft haben. Ist eine gute Frage. Sind Rudeltiere. Das wird wie ein Scheißdreck. Was wollen wir mit den verdammten Elefanten? Also, erst einmal wollten wir nur 2 kaufen. Aber wenn wir denn den 3. gekauft haben, haben wir den Strauß oben drauf bekommen. Das ist eure Begründung? Ernsthaft? Naja, und es sind ja Rudeltiere und wenn sie dann glücklicher sind, das war mir schon wichtig für Boltax-Elefanten. Kommt mit! Ich stopfe an Bord diese Sitzung in der Kapitänskajüte sofort und lass diese verdammten Elefanten unten. Wieso kannst du nicht mit meinen Elefanten reden, Abelmir? Das sind kommt ganz sanfte an Bord. Tiere. Serpentino wirft Sulamin einen Blick zu, der sagt, müssen wir dahin? Sulamin schaut ihn an und murmelt geistesabwesend, Herdentiere. Es sind Herdentiere. Ich denke, du bezauberst dich, Sulamin, das ist das geringste Problem, das wir hier haben. Wir sollten versuchen, die Situation nicht überkochen zu lassen, sagt er, als er sich dann die Planke hochbringt. Lasst uns hinterhergehen. Ja, hier Goldrock, komm her. Pass mal auf Boltax Elefanten auf und den Reitstrauß vom Kapitän, nicht, dass da was passiert. Boltax, kannst du dir erklären, warum der Kapitän schon wieder so einen roten Kopf hat? Oh, ich glaube, er ist etwas brüskiert, weil ich 3 Elefanten bekommen habe und er nur einen Reitstrauß. Oh, scheiße, wir hätten noch 2 Sträuße kaufen müssen, ich wusste es. Scheiße, ja, scheiße. Nein. Das ist nicht schlimm. Aber was passiert? 3 Sträuße auf dem Schiff, Rafim, das ist lächerlich. Ja, und dann hätten wir auch gleich 9 Elefanten kaufen müssen. Das wäre schon ein bisschen viel gewesen. Aber jetzt lass uns erstmal dem Kapitän hinterhergehen. Ich kann ja einen Elefanten nach dem Kapitän benennen, vielleicht. Eine sehr gute Idee. Beruhigt ihn das ein Stück weit. Das machen wir. Ich glaube, dass... Das zweite ist ein Weibchen und den 3. nenne ich Elementar Fand. Ja, perfekt. Dann später also in der Kapitänskajüte. Ja, ich stehe da und habe mir erstmal einen Cognac eingegossen. Probiere, wende meinen Rücken erstmal der Kabine, also die eintreffenden Gefährten zu. Und stürze den Cognac einfach. Ein Zug runter. Ja, aber mir keine Sorge, wir wissen, was das Problem ist. Setzt euch hin. Aber mir, ich habe da einen... Setzt euch einfach hin, verdammt nochmal! Einen Vorschlag zu geben. Ich denke, ihr solltet den Kapitän erst einmal sprechen lassen. Ja, komm, Boltax, wir setzen uns erst mal hin, aber dein Vorschlag ist gut. Ja, ihn nach dem Elefanten zu benennen. Ich gieße mir einen 2. Cognac ein. Ja, Kapitän, was wollt ihr denn sagen? Euch damit? Ich habe euch ausdrückliche Anweisungen gegeben, keine Elefanten zu kaufen. Also, wenn... Keine Elefanten. Und jetzt schleppt ihr mir 3 an davon. Ihr sagtet Kriegselefanten. Keine Elefanten ist keine Elefanten. Verdammt nochmal. Wie wollen wir diese verdammten Viecher transportieren? Naja, auf dem Schiff nehme ich an. Und wie wollt ihr das machen? Habt ihr ein... Wisst ihr, wie schwer diese Dinger sind? Naja, nicht schwerer als Mira.
Wir haben noch ein paar Jahre, bis sie zu groß fürs Unterdeck werden. Ja, und ich denke, bis dahin sollte sich das hier mit der blutigen See auch erledigt haben. Ich habe wirklich genug von eurem Unsinn. Aber mir wollt ihr vielleicht ein Preiusblumenkern? Haltet einfach den Mund und hört mir zu. Ich gieße ihm im Hintergrund noch einen Cognac ein. Ich habe genug von eurem Unsinn und dass ich dauernd für eure dämlichen Einfälle gerade stehen muss. Mit sofortiger Wirkung trete ich von dem Posten des Kapitäns zurück. Macht euren Mist alleine und sucht euch euren neuen Kapitän. Solomon sieht ihn etwas an. Was? Ich habe genug. Ich habe es versucht. Aber mir. Und ich... Keiner hört auf mich. Wenn ich mir einen Befehl gebe, kann ich sicher sein, dass die Person das genaue Gegenteil macht. Jeder von euch. Das ist so nicht wahr. Das ist wahr. Ja, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr Kriegselefant gesagt habt und nicht Elefant. Das ist mir verdammt egal. Rafim, ich glaube, das ist jetzt kein guter Zeitpunkt. Aber mir bist du dir wirklich sicher? Ich meine, du warst ein wirklich guter Kapitän. Ich habe dir das zwar nie so gesagt, weil, ja, ich wollte nicht, dass dein Ego noch weiter wächst. Aber wir brauchen dich. Es wäre jetzt nicht gut, wenn du einfach so Palestrina ins Korn schmeißt. Eure Landsleute haben doch darauf bestanden, dass ihr Kapitän das Schiff seid. Unter dieser Bedingung haben sie es uns zur Verfügung gestellt. Ja, wir werden eine Möglichkeit finden, aber ich werde diesen Post nicht mehr ausfüllen. Ich habe wirklich genug davon. Entscheidet wer von euch Kapitän werden will oder soll. Es ist mir egal. Gut, mir den Cognac hinter die Binde schütten. Seid ihr euch da ganz sicher? Ja, ich habe es mir reichlich überlegt. Und diese Elefantengeschichte brachte das fast zum Überlaufen. Was habt ihr euch dabei gedacht, verdammte Elefanten auf ein Kriegsschiff zu bringen? Wie wollt ihr sie einsetzen an Bord? Kapitän, ich meine... Er hat recht, wisst ihr. Ich weiß, ihr kommt aus Al-Anfa, ihr kennt nur diese kleinen Waldelefanten, aber wisst ihr, wie groß die werden? Ich denke, sie sind sich sehr bewusst, wie groß die werden, denn sie stehen draußen. Ja, aber... Die sind ja noch jung. Ja, deswegen haben wir ja Junge gekauft. Wir haben das ja überlegt, wir sind ja nicht doof. Und wisst ihr, was Elefanten fressen? Und wie viel? Naja, vermutlich mehr als Mira. Sie sind ja auch größer als Mira. Sie sind Pflanzenfresser. Pflanzenfresser fressen immer mehr. Viel mehr. Ja, darüber haben wir uns tatsächlich noch... Hast du dir dazu Gedanken gemacht, drauf hin? Was fressen die? Was müssen wir aufladen? Ja, ich dachte jetzt an... Heu, dachte ich. Vielleicht ein paar Ballen. Und wenn es das schimmelig wird? Das ist das Erste, was in der blutigen See schimmelt. Ja, es ist kein schlechter Punkt. Packt ihr mal meine Sachen? Also irgendwie zieht man meine beiden Seekisten aus unserem Bett hervor und über die erste etwas sanfter Schultern und ihr findet schon einen Kapitän. Ah, eine neue Kabine. Abelmir. Also so wartet doch. Vielleicht können wir die Elefanten zurückgeben oder. Abelmir. Nein. Das wurde im Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen. Eine sehr weise Entscheidung, Kapitän, wenn ihr meine Meinung hören wollt. Jemand von unserer Zunft ist mit der Bürde des Anführens sowieso vollkommen überlastet. Wir haben uns auf wichtigere Sachen zu konzentrieren. Ja, macht ruhig. Ich suche mir eine neue Kabine. Ja? Wenn ihr einen Platz zum Schlafen braucht, dann nicht bei euch. Könnt ihr gerne bei mir übernachten. Nein, danke. Ich suche mir eine freie Kabine. Danke für das Angebot. Aber ich brauche meine Ruhe. Und meine Ruhe meinte ich wirklich. Soll ich euch einen Silenzium zaubern? Nein. Schlag die Tür damit zu und verlass die Kabine. Also, ich glaube, dass er sehr gestresst ist. Ich denke auch, er war einfach überarbeitet. Ich denke, er ist sehr gestresst, weil ihr beide gegen seine expliziten Befehle gehandelt habt. Da, wo er es sehen konnte, wohlgemerkt. Moment, ich habe gegen keine Befehle gehandelt. Er hat gesagt, keine Elefanten. Er sagte keine Kriegselefanten. Das ist ein Kriegselefant ist eine Untergruppe von Elefanten, somit als Elefant zu betrachten. Seht es so, Markus. Wenn ihr mir sagt, ich soll keine Dämonen beschwören, und ich beschwöre eine Zand, und ihr sagt, aber Serpentitio, ihr hättet keine Dämonen beschwören sollen, und ich sage, aber Bordmagus, ein Zand ist ein Kampfdämon. Ihr würdet die Edis auch eher wie blanken Hohn aufnehmen.
nicht wahr? Ja, denn ihr könnt die Obergruppe nicht mit der Untergruppe vertauschen. Aber gerade ihr solltet das wissen. Wartet doch, ich habe doch keine Elefanten gekauft und nicht. Ich habe mich nur über ihr Vorhandensein sehr gefreut. Ja, richtig, ich habe Elefanten gekauft. 3 Stück. Stehen da draußen. Aber und ihr versteht nicht, wie die blanke Unterstützung eines solchen Unterfangens im Gegensatz direkter Anweisungen vielleicht dem Kapitän aufs Gemüt schlagen könnte. Ich glaube, die Elefanten haben nur das Fass zum Überlaufen gebracht, denn er hatte ein bisschen recht, oder? Ich meine, wie oft haben wir, vor allem ihr, irgendetwas getan, was er so nicht wollte und... Also ich möchte nochmal unterstreichen, ich habe nie direkte Befehle missachtet. Ich ziehe den Cognac leer und lasse mich im Kapitänssessel nieder. Ich möchte unterstreichen, dass ich stets da, wo ihr hinsehen konnte, allen Befehlen gefolgt bin. Ich muss sagen, manchmal habe ich das Verbot hier drin, Preisblumenkerne zu essen, vielleicht missachtet. Aber ich finde das jetzt keine so schlimme Sache. Nee, finde ich auch nicht. Das stellt er sich schon ein bisschen an. Es bringt uns jetzt aber auch nicht weiter, über die Vergangenheit zu sprechen. Ich denke, das ist ein allgemeines Problem, das wir in Horasi als Kapitän hatten. Naja, also jetzt lass erstmal deinen Rassismus irgendwo im Heimatland. Das ist jetzt nicht die Problematik und die löst es auch nicht. Was machen wir jetzt? Wir brauchen einen neuen Kapitän. Och nein, da seid ihr aber intelligent. Entschuldigung. Jemanden von Stand, jemanden mit Erfahrung, jemanden mit moralischer Integrität und jemanden, den man dem Volk verkaufen kann. Ja, ich würde mich ja anbieten, aber ich muss leider ablehnen. Ich kann nur auf einem Schiff Kapitän sein, das ausdrücklich der Riesenbovist heißt. Und wir haben uns ja dagegen entschieden und an diese Bedingung knüpfe ich meine Kandidatur. Das ist der eine und einzige Grund, Boltax. Ich denke außerdem, Boltax, dass es der einfachen Mannschaft nicht leicht zu vermitteln ist, von einem Zwerg angeführt zu werden. Naja, außerdem wolltest du unbedingt Portmagus sein und ich glaube, man kann nicht beides sein. Ach so. Nicht? Na gut, dann bleibe ich lieber Bord, Markus. Naja, gut, ich würde sagen, ich bin zwar auch kein Kapitänsmaterial, ich denke, das sind wir uns alle einig. Und Diamantis hat sich mit der Mannschaft ein bisschen versaut, würde ich ehrlich gesagt zugeben. Jetzt und moralisch würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt als, integer bezeichnen. Nicht ich so ungefähr. Ich glaube tatsächlich, dass Diamantis zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr schlechte Wahl wäre. Ja, Moral steht einem oft nur im Weg, aber von dieser Verantwortung will ich auf jeden Fall zurücktreten. Naja, und Serpentilio, ich will nicht sagen, aber wenn wir euch nehmen, dann haben wir ja wieder die gleiche Problematik. Ganz genau. Ein Magier muss sich auf seine Kunst berufen können und nicht nebenher vor allem konzentrieren können und nicht nebenher noch mit so Kleinigkeiten wie ihr wisst schon, Papiere in Mannschaft und dergleichen belastet sein. Ich denke, das war es noch, was dem Kapitän am Ende das sprichwörtliche Genick gebrochen hat. Ja, und wer irgendwer schlägt Hass wohl vor, dann kassiert ihr eine. Das sage ich mir aber vorher. Ich wollte sagen, das metaphorische Genick. Sein Genick ist ja nicht wirklich gebrochen. Nun, ich bin zwar hergekommen, um aber Mirjam Morenes zu dienen, aber da er ja sicherlich der Schiffsgemeinschaft erhalten bleibt, schlage ich die unbeschreibliche Zulamin vor. Schließlich hat sie den, den Stand der Anwesenden. Ja, nach dem Ausschlussverfahren bist du die Einzige, die übrig bleibt, hat er nie Unrecht. Zulamin stützt das Gesicht in die Hände. Ich würde jetzt fragen, warum nicht Rafim? Aber Rafim hat gerade 3 Elefanten und einen Reitstrauß gekauft. Außerdem, und ich meine das mit aller Liebe in der Welt, ist Rafim ein blutgieriger Irrer. Den Reitstrauß gab's übrigens umsonst. Das wollte ich auch gerade unterstreichen. Den gab's umsonst dazu. Das ist nicht das Wichtige. Ja, ich glaube, ich habe keinerlei Ahnung von Seefahrt. Ja, Seefahrt. Ihr solltet es vielleicht so sehen, dass dies eine gute Vorbereitung auf eure so oder so anfallenden Pflichten sein wird. Naja, und wenn ihr irgendwelche Seefahrtsfragen habt, dann brüllt ihr einfach laut raus. Rafim, mach die Scheiße. Zulamin, ihr seid dann... Du wirst mein erster Offizier. Sie zeigt auf Rafim. Endlich werde ich hier auch mal befördert. Es wurde auch Zeit. Ich habe übrigens erfahren, dass er viel mehr verdient als ich. Was ist das denn? Wie kommt das denn? Naja, Diamantis, das interessiert mich auch, wie das zustande kommt.
Ja, ich habe schon als Geschützmeister offensichtlich mehr verdient als du. Und wenn ich zu meinen Geschützen zurückkehren kann, also da es sich momentan offensichtlich so anhört, als würde man, ohne mit mir zu sprechen, mich mal vom Posten des ersten Offiziers enteignen. Naja, du bist ja hier, würde ich doch also darauf bestehen, wieder nun einen Nebelklang ablösen zu können. Er scheint mir doch hinreichend inkompetent in seiner Position. Ich denke, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr wieder die Geschütze übernehmen würdet. Dann müsste ich Nebelklang nicht mehr bei den Offiziersbesprechungen sehen. Aber Gott, wir verteilen jetzt hier schon Posten. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Also seid mir ruhig, Zulamin. Ich werde euch selbstverständlich mit genau derselben Tatkraft wie eurem Vorgänger zur Seite stehen. Es klopft an der Tür. Ja, Nebelklang. Ich möchte darauf hinweisen, Serpentile sitzt immer noch im Kapitänsstuhl. Nee, ihr könnt sehen, wie wohl zwei, drei von den Zimmermännern ankommen. Kapitän Abendmeer hat gesagt, wir sollen das Bett hier rausziehen. Ja, nur zu, nehmt es mit. Geht das überhaupt? Ist die Tür nicht nur so 1,20 breit? Nee, wir müssen das schon abbauen. Und er hat gesagt, wir sollen das jetzt machen. Ja, dann macht es mal. Ist hier irgendwie sowas wie eine Offiziersbesprechung? Ja. Nee, Nebelklang ist ja nicht hier, sondern sonst dann wäre es erst eine Offiziersbesprechung. Ja, okay, also wir fangen jetzt an mit dem Abbauen. Ich hoffe, das stört nicht. Aber er klang so, als sollte das jetzt geschehen. Er war ziemlich aufgebracht. Ich denke nicht, dass Kapitän Yamorenes noch die Autorität hat, zu bestimmen, ob dies jetzt geschieht oder nicht. Er ist immerhin der Kapitän, ne? Lasst euch nicht stören. Knien Sie sich am Bett nieder und fangen an. Ich lege mal ein Silenzium über deren Arbeitsbereich, sodass wir die nicht beim Arbeiten hören müssen. Das wird die ja gar nicht verunsichern. Mir auf diesem egal. Schiff ist das, glaube ich, eher so eine 0 von 10. Das ist denen egal. Ja, also, ich meine nur, dass wir uns halt weiter unterhalten können und wir kein Hämmern hören müssen und die nicht hören, was wir reden. Also, ne? Danke, Boltax. Naja, sehr beeindruckend, Boltax. Manchmal bist du echt ganz praktisch. Deswegen habe ich dir auch 3 Elefanten gekauft. Ah ja, und Serpentilio, dass ihr mich mit Freuden beraten werdet, ist eher... Nicht danke. Das erste Mal, nicht wahr? Oh. Seht es einfach so. Ihr müsst nicht alles überdenken, sondern hauptsächlich unser Schiffchen lenken. Ja? Und mit Lenken meine ich nicht wirklich am Steuer stehen, sondern einfach gucken, dass alles wirklich funktioniert. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, mit der ihr bestens betraut seid. Ja, und wir brauchen übrigens auch noch neue Steuermänner und Frauen, wo wir gerade drüber sprechen. Ebenso hätte ich eine relativ lange Liste an Anforderungen, die ihr bewilligen müsstet. Ja, und die Söldner müssten auch bewilligt werden. Ich denke, da solltet ihr jetzt dabei sein. In 2 Tagen ist eine große Besichtigung. Außerdem habe ich bereits die schwarzen Kirche von Dobirach als sehr sympathisch empfunden. Die solltet ihr euch auch mal mit anschauen kommen. Und heute Morgen war jemand hier, der eine Lieferung von 2 Fässern Zitronensaft abgeben wollte, aber ich hatte kein Geld und der Kapitän war nicht zu sprechen, also habe ich ihm gesagt, er soll heute Abend wiederkommen. Ich hasse euch. Also, Zulamin. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, ihr habt schon die gleichen Falten auf der Stirn wie Abel mir, das ist ja witzig. Ist das kapitänstypisch? Nun, auf der Habenseite. Hasswulf gibt mir sowieso schon ständig an allem die Schuld, was ihr so ausfresst und ich solle mich darum kümmern. Nun, dann kann ich ja im Grunde genommen auch hier die Kapitänin sein, oder? Ja, ihr seid auf jeden Fall die beste Wahl, das ist richtig. Ich denke, dass ihr die einzige Wahl seid. Nun, das ist ja überhaupt nicht der Punkt, auch wenn ihr recht habt. Ihr seid keine Angoschminia, aber ihr macht euren Teil schon sehr gut, Zulamin. Naja, Boltax, da bist du jetzt aber auch irgendwie ein bisschen beeinflusst. Das musst du schon zugeben. Vielleicht. Nichtsdestotrotz, ich möchte euch eine Sache mit auf den Weg geben, liebe Zulamin. Ja.